Sie haben offene Forderungen und des Öfteren auch mal mit illiquiden Kunden zu tun, dann könnte Factoring eine passende Finanzierungslösung für Ihr Liquiditätsproblem darstellen. Und somit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Videoreihe Unternehmensfinanzierung. Mein Name ist Nils Schroth von der Finanzierung.com aus München und in dem heutigen Video soll es um das Thema Factoring gehen. Der Begriff Factoring kommt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Forderungsverkauf. Das heißt, Sie verkaufen Ihre offenen Forderungen an einen sogenannten Factor. Dieser kauft dann logischerweise die offenen Forderungen von Ihnen ab und zahlt Ihnen den offenen Rechnungsbetrag nach kleinen Abzügen direkt zurück. Das hat den Vorteil, dass illiquide Kunden oder Kunden, die generell eher zahlungsunwillig sind, nicht mehr länger Ihr Problem ist und Sie dieses Problem an einen Factor auslagern können, das Geld jedoch trotzdem immer ausgezahlt bekommen. Ihr großer Nutzen als Unternehmer ist, dass Sie durch dieses Finanzierungsverfahren Ihre Liquidität erhöhen, dass Sie sich nun nicht mehr um die Zahlung Ihrer Kunden kümmern müssen. Dieser zahlt es ja direkt an den Factor. Mit dem Verkauf der Forderung kann also auch die Auslagerung des Mahn- und Rechnungswesens sowie des Zahlungsausfallrisikos einhergehen, wodurch Sie sich zusätzlich Personalkosten einsparen können. Darüber hinaus profitieren Sie als Unternehmer von einer höheren Planungssicherheit, da durch den Wegfall des Rechnungsausfallrisikos spontane Liquiditätseinbußen auf ein Minimum reduziert werden. Und das war es auch schon von meiner Seite. Wenn dieses Verfahren eine passende Lösung für Ihr Liquiditäts- oder Finanzierungsproblem darstellt, dann besucht uns gerne auf unserer Website www.finanzierung.com. Ansonsten findet ihr weitere Videos zum Thema Unternehmensfinanzierung hier auf unserem YouTube-Kanal. Thank you.